Regel. Ja. Wenn ich die jetzt kaputt mache, was kriege ich denn dafür raus? Hast du jetzt echt unendlich viele Segel? Ich habe 10 Segel. Plus das Segel, was wir sowieso schon auf den Dingens haben. Also hast du jetzt gerade einfach mal mega das Spiel exploited. Ja. Wie rum muss das stehen? So rum? Ist egal, du kannst es drehen, wie du möchtest. Außerdem, ich dachte, du wolltest es auf den Balkon hauen. Soll ich uns mal noch ein paar Netze herstellen? What the fuck? Ich meine nur, ne? Hyperspeed! Ja, du bist jetzt gerade in die. Du segelst uns jetzt rückwärts! Nice! Alter! Ups! Genau das wollte ich nämlich nicht. Wir können ja, warte mal, wir können das ja so rumdrehen. Ach, so muss man sie drehen. Genau, mit R musst du drehen. Also R gedrückt halten und dann kannst du das Ding drehen. Nu, dankeschön für die Bits. Sollen wir das so lassen? Ich meine... Wie du willst. Kapitän Bootleg! Hm. Bereit zum Segel setzen! Okay. Welches Segel? Alle! Alle! Full sail ahead! Mann! Alter, lass das! Wir haben zwar keine Ahnung, in welche Richtung wir jetzt segeln. Full sail ahead! Sail away! Sail away! Sail away! Das ist so bescheuert. Ja. Ich glaube, ihr seid Sailing Moon. Ah, jetzt habe ich keine Axt mehr. Scheiße, ich So, ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, ob wir... Ich glaube, wir sind aber richtig. Alter, Moment. Ich habe noch 5 im Inventar, aber die werde ich jetzt wegschmeißen. Ja. Exploits. Falls sich die Leute davon durchgetriggert fühlen, können wir sie auch nachher wieder wegmachen. Also so ist nicht. Ja, ist jetzt. Wir wollten uns jetzt nur einen kleinen Spaß erlauben und das bringt ja sowieso nichts. Wir sind jetzt nicht wirklich ultras schnell oder so. Nee, also meine Güte. Die Segel bringen ja jetzt mal gar nichts eigentlich, also mehr als eins zu haben. Außer, dass es fancy aussieht. Müssen wir mal wieder eine Axt bauen, weil durch die Aktion ist doch die Haltbarkeit meiner Axt die ganze Zeit abgezogen worden jetzt. Ah, ja gut. Aber halt nur so lange, bis ich wieder auf den Server gekommen bin. Vorher nicht. Da ist bereits einer. Und hier muss dann noch einer hin, ne? Jo. So. So. Oha. So, das ist dann noch das Maximum an Fläche, die ich nach oben bauen wollte. Ja, doch. So. Da kommt jetzt ein Zaun rum. Damit das keine Unfälle gibt. Nee, das ist eine halbe Wand. Halbe Wand ist doof. Ich wollte einen Zaun. Holzwand, halbe Holzwand. Zaun, Plankenzaun, das wollte ich haben. Das wollte ich so nicht. Ich brauch mehr Planken. Du brauchst mehr Planken. Mehr Planken, Planken, Planken. So, warte, wo wollen wir jetzt eigentlich die... Das habe ich mir schon mal gefragt. Wo wollen wir die Bäume pflanzen? Oben. Auf dem Balkon? Ja, denke ich mir mal so. Das ist die Frage. Was brauchen wir nochmal dafür? Warte mal. Ist das so richtig rum oder ist das falsch rum?
So wollte ich das haben. Oh, da beißt sich gerade einer ins Schiff. Ich wäre in meiner Schicht. Stech dich ab. Ah, shit. Ich hab Hunger. Hab ich nicht noch einen Hai? Nee. Warte. Ich hab hier. Ich hab was für dich. Wo bist denn du? Hier. Gegorte Makrele. Ja, die ist sogar schon fähig gegort. Ich muss mal wirklich wieder meine Kartoffkies oder so aus dem Grill packen. Na, ich hab gerade mal Radieschen draufgepackt. So, du wolltest ja noch um Netze packen, kümmern. Ja, Netze müssen wir noch mal machen. Dann brauchen wir noch ein Scharnier. Dann brauchen wir die Nägeln. So, für Bäume pflanzen brauchst du ein großes Blumenbeet, ne? Ja, das ist jetzt gleich das Mal. Da kümmere ich mich gerade drum. Kannst du das dann so in die Ecken von dem Balkon packen? So. Ich kann's rechts und links. Rechts und links, du. Ich kann so rechts und links. Rechts und links. So, die Dinger sind nämlich groß. Deswegen. Ja, die Dinger sind sehr. Also, die nehmen hier schon so 2x2 ein. Echt? Wow. Ja. Okay. Also, ich kann mal hier so. Ui, ja, okay, das ist wirklich riesig. Denn vielleicht hier. Denn vielleicht hier den Baum und hier das Segel auf der Seite. Ich wollte ja eigentlich noch die Stühle. Die Stühle? Dachte ich mir so. Stühle, was machen wir denn mit Stühlen? Lass die Bäume vielleicht. Weißt du, kann man die Bäume nicht hier hinpflanzen, sodass sie dann so nach oben wachsen? Geht das? So hier unten so? Da wo die Glückskarte steht, Moment. Es würde arg auf die Dings ragen. Auf die Netze? Ja, na wobei. Probier's mal aus. Es geht, wenn ich's. Obwohl, das versperrt dann die. Die versperrt die Treppe. Ja. Ich meine, die Treppe kann ich auch noch ein nach vorne oder zwei nach vorne packen, also so ist es nicht. Ich renne jetzt einfach mal durch die Gegend und zeige mit dem Finger auf Dinge. Ganz doof gefragt. Brauchen wir die Plattform hier in der Ecke? Brauchen wir die da? Weißt du was? Lass uns Golden Mary mäßig hinten unsere Bäume haben. Okay. Dann baue ich nämlich hier hinten noch ein bisschen größeren Wortfindungsschwierigkeiten. Größere Fläche. Hilfe. Aua. Was zur Hölle? Ich bin außer sehr runtergefallen. Ich hab grad nur gehört so. Ach, jetzt hab ich kein Holz mehr. Warte, das kriege ich hin. So, in der Zwischenzeit baue ich uns noch mal ein paar Netze, damit wir das hier auch mal. Warte mal, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mindestens. Indy, trinkst du genug? Ja, gerade eben sogar noch. Ich bin vehement am Trinken. Ich nicht. Nee. Was triggert? Habe ich doch nicht genug Holz. Nägel sollte ich sowieso gleich kriegen. Ganz schön, weil dass wir immer an der Plankenkiste sind. Oh, okay. Achso, aus den Palmen. Ja, warte, ich hab. Nägel, Schrott. So. Ich glaube, das reicht sogar. Ich glaube, jetzt brauche ich ihn fast nie wieder mehr Latten bauen. So, dann glaube ich den auch nicht mehr. Ich packe hier mal kurz den Stein rein. Mein Inventar ist gerade zu nervig. Oh jo, mach ruhig. Zop. Zop. So, hier muss man ja hoch. Weiß ich nicht, ob man den Notausgang wirklich da lassen. So,
Mal gucken, vielleicht bauen wir den noch einen höher, einen vorher. Vor allem Notausgang, als ob unser Floß jemals irgendwie Feuer fangen würde oder so. Na, weißt du nicht. Könnte passieren. Ich meine, ich mache gleich Beleuchtung. So, baue ich jetzt die Dinge hier so hin. Und Leiter hier hin. Ich habe kein Holz. Wieso kann man Netze nur bis maximal 5 stacken? Naja, Dinge. Dinge. Ach, da beißt schon wieder einer fest. Ja, da beißt schon wieder einer fest. Naja, ja, ja. Hat er sich doch schon wieder was gegessen? Ne, so ist falsch rum, so ist richtig rum. Macht das mal so. Guck mal hier hoch. Kann man hier nämlich zu den Bäumen? Ups. Kein Plastik mehr. Möchtest du eigentlich, sag ich mal, größeren Seitengang hier oben? Oder reicht dir einer? Wie meinst du das? Also ich würde jetzt eventuell noch einen in die Breite gehen, damit es über den Netzen ist, wenn du willst. Ich meine, es würde ja, glaube ich, reichen, wenn hier oben ein Zaun ist. Ja, okay. Weil, dann auch ein Breit als Übergang. So, und hier hinten kannst du dann die Bäume hier, denke ich mal, hinbauen. Ja? Hier? Denke mal. Dass du sie dann sich hier so vor die Fenster so baust, dass man dann, wenn man hier so mit der Leiter hoch so hochkommt. Ja, dann kann man hier nämlich noch vorbei. Perfekt. Und soll ich hier denn auf die andere Seite auch noch einen machen? Weil dann muss ich nämlich nochmal gucken. Symmetrisch! Symmetrisch! Das muss symmetrisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so weit komme. Bin ich ganz ehrlich. So weit komme? Naja, halt so. Ne? Oh, wir haben keine Planken mehr. Ups. Sind wir denn noch einer richtigen Müllströmung? Weil irgendwie kommt hier gerade so wenig Zeug. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts von der Strömung her. Warte mal. So einen kleinen Tacken so in... Oh, habt ihr das saubere Meer gefunden? Ja, irgendwie gut schon. Möglich. So ein bisschen ab. Nee, ich glaube, es ist gerade einfach nur sau wenig auf dem Meer. Aber also ihr habt auch nicht viel Müll in den Dingern, ne? Kann ja sein, dass nichts mehr spawnt, wenn die voll sind, so extrem. Ich nehme da eigentlich schon jetzt immer raus, also. Kommt der Kerl mal in die Stream und Kerl hat kein Holz vor der Hütte. Bäh, ich geh wieder, alles klar, boah, das ist geil. Wiedersehen. Bäh. Ja, aber willkommen beim Stream, schön, dass du eingeschaltet hast. Moment, was? Moment, ich höre. What the fuck? Was ist das? Das hat sich wie eine Amok-Möwe gerade angehört. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Darf ich was abschießen? Triggert. Ach so, ich verstehe. Flügeltüren. Wir haben gerade ein bisschen Plankennotstand, weil ich hier einfach so viel für die Deko brauche. Ja, man denkt, ich guck schon immer, dass hier wieder. Deshalb, wenn du gerade deine Netze bauen willst, sorry. Na, ich bin fertig damit. Alles. Es sei denn, wir wollen komplett rum, also. Na, aber ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, jemals hinteren Reihe so, ne? Eins müsste aber hier noch hier hinbauen. Wo? Wo ich gerade hoch und runter helfe. Habe ich da echt? Oh ja, da habe ich eins übersehen, warte. I will fix that immediately. Ja, wenn du Holz hättest. Ist unter dir übrigens eine Planke. Wer sagt denn, dass ich kein Holz habe, du Sackgesicht? Achso, der Typ hat Holz. Kann ich mir die Planke, die hier sich im Netz verfangen hat, hier einfach nehmen. Ja. So. Ach, schon wieder. Ich hab schon wieder einen. Das war das Netzgeräusch. Für einen kurzen Moment dachte ich, jetzt hätte sich schon wieder einer gut getan am Floß.
Wäre schon wieder am Nomsen. Hm. Scheiße, verfehlt. Ja, das wird doch ganz hübsch hier, möchte ich meinen. So, die Kisten muss ich noch hier richtig machen, damit. Jetzt haben wir wieder so einen brechenden Wellengang. Warte, kannst du den Ananassamen einbauen? Obwohl, du hast hier einen Palmsamen. Wir haben einen Mangosamen, haben wir doch, ne? Und zwei Palmsamen. Ein Palmsamen habe ich auch bei mir gerade. Okay. Aber ich würde sagen, Palme brauchst du mal nicht so sehr, wobei man da eine Kokonat rauskriegt. Hallo, so, let's play. Das heißt jetzt die Frage, was wollen wir pflanzen? Also ich wäre für eine Palme auf jeden Fall. Einfach um den... Okay, warte, dann mache ich die Palme. Den urlaubischen Flair haben, aber ich weiß gerade nicht, wo der andere... Ich meine, ich hatte doch einen... Oder habe ich den aus Versehen nicht mitgenommen? Den Mango- oder Ananassamen? Oder war Ananas... Nee, Ananas ist... Nur zum so anbauen. Apropos so anbauen, ich klau da mal deine Kartoffeln und guck mal, dass ich den anderen Kram, den wir da noch haben, auch mal unter die Erde krieg. Also die kleinen Beete und so, die wollte ich unten lassen. Einfach weil sie müssen eh gegossen werden, also von daher. Was denn nur die ganzen Kram hier? Ach hier, Ananassamen, zu viel Ananashalten, mittelgroße Anbaufläche. Ach genau, dafür brauchen wir die. Okay. Aber Wassermelone können wir anpflanzen. Hier, Mango, hier ist der Mangosamen. Ja, Mango ist wirklich ein Baum? Ja, da wird ein Baum draus. Okay. Dann hau ich da oben mal Mango hin. Ich mag Mango. Ich mag es in Verbindung mit Sachen, aber so an sich mag ich eigentlich Mango nicht so sehr. Oh, ich mag Mango. Das ist nice. Ich mag Mango. Mango. Mambo. Mango Number 5. Ach, du bist zurück. Ach shit, dafür brauchen wir diese mittlere. Sorry. Oder was, warte. Ja, die mittlere habe ich aber irgendwo. Ich weiß noch, dass ich eine mal gebaut habe, aber die dann wieder weggemacht habe. Genau, wo ist denn jetzt erstmal die Winkkatze? Einfacher Grillen und Heikorb, zwei Stühle, Stühle der Einsamkeit. Weißt du was? Ich bin jetzt mal so frech. Sehr gut. Planke ist gerade echt rar. Hier oben wollten wir doch jetzt wirklich das Segel hinpacken, ne? Ich bin mir noch ein bisschen so unsicher. Moment. Oh, da beißt schon wieder einer. Na, schade. Defended. Hat noch 5% Health. Das Problem ist, wir sind aktuell echt ein bisschen... Also oh, und Flanke. Ja, ne, ich weiß auch nicht. Ist voll weird. So. Richtig low an alles. Ah, hier. Achso, ich komme doch gerade nicht rein, ne? Wo sind denn die zwei Stühle? Ich habe ja so das Gefühl, durch die ganzen Segel wird hier irgendwas verfälscht. Ja, ja, dann schmeiß einfach 4 Stück weg. Hast du die zwei Stühle im Inventar oder habe ich die im Inventar und ich sehe sie einfach noch nicht? Die Stühle habe ich im Inventar. Dann gib sie mir mal. Warte. Soll ich das tun? Nee, achso, ich muss das so machen. Ich dachte, ich könnte die abbauen. Nee, du musst sie halt wirklich abreißen. So viele Segel. Aber leider keinen Nutzen rausziehen. Geht das? Stell mal vor, was du da hättest alles rausziehen können. Good day. Hallöchen. Hallöchen.
Heute auch hier. Wenn ich mich umsehe, siehst du das nicht, ne? Nee. Okay. Du guckst, wir gucken uns also die ganze Zeit mit diesem absoluten Starren der Verachtung an. Wir müssen reden. Ja, so gucken, so ist das gerade. Dieses blanke Starren einfach. Auch wenn man sich nicht anguckt. So, das nächste wird, glaube ich, dass ich dir ein Bett baue. Ich hab doch ein Bett. Ja, aber halt eine Hängematte. Willst du dieses Makeshift-Bett auf diesem Kanister schlafen? Und ich kann mich hier in die Hängematte? Ja, nee, so deine Hängematte, die sieht echt cool aus. Brauche ich denn dafür nochmal Planken, Federn und Nägel? Planko Number 5. Federn habe ich auch en masse, aber Planken ist halt momentan echt ein Problem. Ich meine jetzt, okay, wir haben ja aktuell nicht mal ein Netz, ne? Nest, meine ich, Nest. Nee, das brauche ich auch noch. Oder? So, warte mal. Ich mein, die Viecher werden da sowieso immer rein. Wo war denn das Nest überhaupt nochmal? Hier, bei deiner. Okay. Ja, da sind auch die Sachen. Da ist auch die mittlere Anbaufläche. Und was wollte ich jetzt? Ach ja, genau, das Vogelnest wollte ich rausnehmen. Hat Raft ein Ende? Jein. Also du kannst einen Empfänger bauen und dann wirst du gerettet und dann wäre es eigentlich zu Ende, aber wir spielen einfach endlos weiter. Zumal wir hätten Kupfer, also wir könnten Empfängern und also ein Blödsinn. Aber es ist gerade schön hier. So. Es ist gerade schön hier auf hoher See. Heino der Sack sich jetzt gerade erst. So, mal Wasser hier. Weiter. Feierchen. Entschuldigung, wenn ich immer schlecht wird, wenn ich Wasser auffülle, aber es geht einfach wirklich am super schnell. Super schnellsten. Zack, zack. Habe ich noch mehr Kartoffkies? Wo sind meine Kartoffkies? Kann doch nicht sein, dass ich so viele Kartoffkies nicht habe. Ist das nochmal Ananas? Eine mittelgroße Anbaufläche. Die baue ich mir. Die werde ich niemals ernten. Das ist mein Winston. Wenn ihr das Radar habt, dann ist das Spiel noch nicht zu Ende. Dann könnt ihr das Spiel beenden. Ach so. Indem ihr dann noch den richtigen Weg findet. Nee. Moment, den Weg finden? Weißt du, auf einmal kommen wir so Robinson Crusoe-Style da irgendwo an. Und dann okay, diese indirekte Beleuchtung ist gerade fucking fancy hier oben. Durch die Grills. Komm mal nach oben, Shadow. Oh ja, oh, das sieht cool aus. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier in dieses Haus. Ich habe keinen Speer. Mano. Habe ich keinen Hammer mehr? Doch, wollte schon sagen. Wo ist mein Hammer? Mann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Fackeln alle unten hinpacke. Und nicht oben. Weil diese indirekte Beleuchtung, oh mein Gott, die sieht ja mega geil aus. Ich mach mal neben die Grills, packe ich nochmal eine große Kiste, ne? Mhm. Und da, kannst du dann da alles, reinpacken. Alles, was irgendwo fressbereit ist. Ja. Sprich, die Kartoffeln hau ich gleich auf den Grill. 1, 2, 3, 4, 5. Oder du machst das auch, das geht auch. Ich hatte noch welche übrig, also... Und dann alles, was irgendwie fressbereit ist, hole ich mir mal. Ich hoffe mal, die Anbauflächen müssen nicht unter, obwohl sind ja sowieso momentan auch nicht unter, was will ich sagen, unter Sonne sein. Nö. Aber das Ende von Raft solltet ihr machen, das Spiel ist dann nicht vorbei, das geht weiter, aber das zeigt euch dann noch ein bisschen was von der Story. Story. Ja, von der Story. Geile Story. Gibt's eine Story? Ich baue die Kartoffeln ein. Hä? Oh, geil. Die Bäume wachsen. Oh, wie cool. Sieht mal richtig nice aus.
Die müssen wir halt auch selber fällen, wenn sie dann fertig sind. Oh. Und dann neue Pflanzen. Ich habe schon mal meine Ananas hier eingebaut. Gibt es noch irgendwas, was man einpflanzen kann, nur auf einer mittelgroßen Fläche? Oh shit, ich bin am Saufen. Nicht am Saufen, am Verdursten. Oh, Möwen! Juhu! Moment, aber wo tut die sich gerade gut? An meiner Ananas? Du Sackgesicht, geh weg. Du Sackgesicht! Okay, ich verstehe. Wenn ich kein Dach drüber habe, dann ist Kacke. Wir müssen uns um ein Dach kümmern. Holzdach, Reetdach, Holzdachecke, umgekehrte Holzdachecke. Oh, da kann man ja richtig geiles Zeug mitmachen. Gut, weil wir so wenig davon gemacht haben, werden wir uns jetzt mal um ein Dach kümmern. Genau so. Andersrum möchte ich das. Möchtest du es so rum? Deep Floßlore. Die ist so deep, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ja, das wird hübsch. Vor allem funktioniert es auch jetzt langsam alles, also. Das ist nochmal so eine andere Sache. Jetzt ist es halt wirklich nur noch ab und zu mal so eine Sache ausbessern, die der Hai kaputt gemacht hat, aber sonst. Und selbst das, wir haben jetzt bald eine Menge Metall über. Ich könnte uns also bald eine Außenverkleidung bauen, wo sich dieser kleine Ficker die Zähne dran ausbeißen kann. Das wäre supi. Ich kann mal gucken, dass ich das in Angriff nehme. Warte mal. Was brauche ich denn dafür? Ein Metallbahn und zwei Nägeln. Fundament Rüstung. Also einfach nur würde ich dann erstmal verteilt überall, also jeden zweiten Ding wahrscheinlich hinstellen. Und einfach um zu sagen, Alter, du High-Fuck, nerv mich nicht. Einfach erstmal um ein Statement klar zu machen. Und wenn man diese Bäume fällt, kriegt man auch noch ein bisschen Planken dazu. Das ist ganz nett. Und daher, ich brauche jetzt noch mal. Wir haben keinen Schrott mehr, ne? Was brauchst du denn? Schrott. Ich hab Nägel. Ja, Nägel habe ich. Momentan brauche ich keine Pfeiler mehr, von daher hier Nägel. Ups. Hier. Ja. Was? Warte, ja, ich bin voll, deswegen. Ich muss mal eben meine Ananas hier retten. Okay, scheint es reicht auch, wenn ich hier dran vorbeirenne. Hier vorne ist sie. Ich habe sie hier vorne hingeschmissen. Ach da. Nägeln. Du. So. Hä? Ach so, damit upgrade ich gewisse Tiles. Oh, nice. Ah, warte mal. Ich möchte anders machen. Es ist also ein Tile-Upgrade. Und mein Explorer ist wieder tot. Wow. Es ist irgendwie heute so ein Running Gag, ich merke das schon. Ja, merk schon. Okay. Ah, weit komme ich da jetzt noch nicht. Ach, da ist schon wieder einer was am Beißen. Die Segel wegschmeißen, euer genau. Okay. Jetzt brauche ich Nägeln. Brauchst du noch mehr Nägel? Ja, das ist. 6 Schrott habe ich noch, also. Oh, warte, ich habe auch noch ein bisschen Schrott, also. Schmeiße die einfach von die Füße, weil ich glaube, jetzt momentan brauche ich keine mehr. Okay. Das neben dir. Cool. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, ich glaube mal, damit kann ich schon mal ein bisschen. Ich mache jetzt immer nur jedes zweite Teil erstmal, soweit es geht. Ach, ich sehe es gerade. Sieht man von oben fast gar nicht. Nee, von oben sieht man das echt fast gar nicht, aber. Okay. Unsere rechte Seite ist ein bisschen schwach noch, aber. Ja. Passt schon. Liegt es jetzt am Metall oder? Ja, wir haben kein Metall mehr. Oh, Hallöchen. Und so. Falls du jemals eine Möwe abschießen solltest,
denk dran, dass du erst die Pfeile aufnimmst und dann den Möwen, die Möwenleiche, weil sonst despawnen deine Pfeile. Okay, ich habe nicht mal Pfeil und Bogen, also. Naja, ich meine einfach nur, dass du Bescheid weißt, falls es mal irgendwie privat spielen solltest oder so und dann was abschießen willst. Nom 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 nom. Ich esse einfach mal 6 Kartoffeln, Alter. Die Frau Durst und Hunger. Ich frage mich ja, ob das mit der Rüstung was taugt. Ich hoffe. Ne, hier kann man jetzt schon. So. Boah, irgendwie sitze ich gerade so richtig scheiße. Dann setz dich anders hin. Ich denke mal, du kannst sogar wirklich das Segel vorne lassen. Ja. Ich denke mal schon, machen wir es einfach nur mittig hin. Huch. Huch. Scusi. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt so hier richtig hin. Schon wieder falsch rum. Muss ich drehen. Wie drehe ich das denn? Habe ich das jetzt falsch rum hingebaut oder ist das richtig? Ja, kann man so gelten lassen. Jetzt ist es falsch rum. So. Ah, gut. Genau das wollte ich. Immer mit dem Wind. Mit dem Wind. Nur Gemüse, wo ist das Fleisch? Ich hol das Fleisch, Leute, pass auf hier. Ich sorge dafür, dass wir wieder gut was an Fleisch in der Truhe haben. So kann ein Mensch doch nicht leben. Okay, man kann sich nicht einfach zwischenbauen. Da muss eine Tür zwischen sein. Okay, schade. Bauen wir hier aber eine Holztür. Einfach um sie auch mal zu sehen. Oh, dafür brauche ich aber Nägel. Hast du noch 3 Nägel übrig? Ich glaube, 3 habe ich sogar noch. Warte. Ich weiß gerade nicht, ob die Sicherheit für den Floß wichtiger ist. Ich habe genau 3. Hier. Dann baue ich einfach eine ästhetische Tür. Wenn der Wind vom Westen weht, wird von links nach rechts geklebt. Und weht der Wind von Westen, klebt Röhrichs Arsch am besten. So, dann brauche ich mal meine Metallangel aus. Brauche ich die mal auf? Brauchst du auf, du? Ich bin mal ein Aufbraucher. Das hat gehört, Leute. Oh cool, nochmal so eine Kerzenflasche, die nichts bringt. Gib einfach mal. Ich versuche mal damit Sachen zu machen. Oh, Alter, Insel voraus. Echt? Oh. Ja, da vorne. Und noch einen alten Schuh. Alter, ist diese. Die sind schon riesig, ne? Ich sorge mal dafür, dass wir zur Insel kommen, ne? Weil da dürfen wir hochkommen und die sieht gut aus. Ich muss mal deinen Heino, Heino der Sack, mache ich mal woanders hin. Diese Wasserflasche ist so gut. Also du hast auch alle deine Segel weggeschmissen, ne? Ja. Dann mache ich das jetzt auch nochmal. Mach dich mal bereit, auf Land zu stoßen gleich. Hab ich es jetzt weggeschmissen? Jo, ist im oh boy. Oh, das sieht gut aus. Und, das hört sich schlecht an. Er beißt sich so jetzt gerade an einer Verstärkten fest. Und wie ist das mit der Reparatur jetzt? Und nö, Anker setzen. Nein. Die Reparatur der Metalldinger braucht auch nur Holz. Anker! Ach so. Ah! Ups. Rückwärtsgang. Ja. Okay, warte mal, was brauchen wir jetzt da? Was muss man denn da machen mit dem Verstärkten? Bei dem Verstärkten braucht man nur Holz, um es zu reparieren. Also quasi alles normal. Ja. Wie praktisch. Okay, warte, ich muss mal schnell was futtern. Ist Stein als Metall, wird Stein als metallisches Ding qualifiziert? Ich weiß es nicht.
Ach, hier ist noch ein Segel. Okay, das kommt doch mal weg. Segel, zack. Aber ich möchte Kiste da hinten. Hast du denn jetzt überhaupt Köder? Nö, unter Wasser gehe ich jetzt nicht. Aua. Ey, ich sag's doch, du setzt nur deinen kleinen Zeh da rein und schon ist das Vieh wieder da. Ich wollte eigentlich nur die Kiste da vorne holen, aber leider ist mein Wurfarm nicht ganz stark genug, um da zu kriegen. So, mit Kunststoff haben wir bald ausgesorgt. Aber Planken. Wir haben auch immer Lehm. Ich könnte sein, noch einen zweiten Ofen bauen. Brauchen wir Planken. Wieso sind Steine in den Palmblättern? Okay, ganz ehrlich, würde der Anker richtig funktionieren, ne? Dann wäre das hier ja gar kein Problem. Ah, hier muss man doch irgendwie rankommen. Sonst crash ich gleich mit dem Floß da rein, das sag ich dir. Bloß nicht. So, das will ich. Ja, aber irgendwie müssen wir ja hoch. Und so schaffen wir das nicht, aber von unserem Floß aus schaffen wir das locker. Ja, musst du wirklich. Nee. Ich sehe auch gerade echt keine Möglichkeit, daran hochzukommen. Das ist alles so abgerundet. Blöd zum Hochspringen. Der Anker zieht einen so unglaublich weit nach hinten wieder. Ja, ich weiß auch nicht warum. Endlich sollte er sich ja so merken, so nach dem Motto, ja, da ist gerade die momentane Position. Wenn wir jetzt noch weiter nach hinten gehen, dann müssten wir ungefähr da sein, aber irgendwie... Ja, meinst du, kannst du gleich mal sonst sich um Anker kümmern, so dass wenigstens einer da rauf kann? Und dann schmeiß ich dir den Kram einfach runter. Also, sag mir, was ich machen soll. Ja, Anker lichten, so dass ich drauf springen kann und dann. Anker gelichtet campen! Campen? Captain. Und. Kannst du ihn setzen, dann ist es egal, wo du jetzt stehst. Anker wird gesetzt, Captain! So. Wir stehen, Captain! Mal gucken, wie weit steht ihr denn? Alter! Der Anker, der zieht einen so richtig! Kannst du mal eine unwichtige Sache ins Wasser schmeißen und gucken, ob ich die haken kann? Wo sind denn jetzt? Da. Ah. Verfehlt. Verfehlt. Nee, muss ich anders. Oh, das sieht gut. Ja, oh! Nice. Oh, das geht sogar. Das ist gut. Okay, warte, kann ich nachher einfach Kram einfach ins Wasser schmeißen? Ja. Sofern ich voll bin. Dann sag mir Bescheid, dann kann ich mich weiter ums Bauen kümmern. Mhm. Erstmal. Oh, Ananas! Nice. Aber nur Ananas, ohne Samen leider. Aber also drei Mangosamen habe ich jetzt. Vier Mangosamen. Oh, dieser Schrott, ne? Dieser Schrott wäre super geil. Ananas. Ananas und Ananas und Ananas. Naja, beiß mich, du Sack. Ich hab dich auch lieb. Zur Insel, zugewandten Pfanne. Ah, man bräuchte zwei, okay. Was mit also, dass man zwei Anker, einen vorne, einen hinten quasi. Ah. Und dann wird man immer in die jeweilige Seite gezogen. Ach so. Oh fuck. Ich kümmere mich drum. Verbeißt sich ja zum Glück immer in die verstärkten Sachen gerade. Umso besser. Oh nein, er ist tot. Reiß ihm den Kopf ab. Ist getan.
Und mein Stab ist kaputt. Aber wir haben Haifleisch. Was? Nice. Gehst du weg. Muss ich einfach nur meinen Kopf gegen die Decke donnern, damit er meine Ananas in Ruhe lässt. Soll ich dir mal ein bisschen Zeug jetzt noch draußen schmeißen? Ja, aber... So. Hast du den Haikopf jetzt nach draußen gehängt? Mhm. Okay, weil, musste ich machen, weil für die Sachen, die ich geplant habe, wegen dem Krähen-Nest und so. Bäh. Oh. Nice Shot. Okay, ich hab nicht alles. Aber ich glaube, viel ist ja auch nicht mehr. Also, mach nochmal so einen letzten Check-up und dann. Kannst du diese eine Palme noch fällen, wenn du noch eine Axt hast? Ja, ja, ich habe mir eine neu gemacht, also von daher. Also. Die ist mir mittendrin einfach so. Genau. Mittendrin, kaboom. Und was war das mit Hai ist tot? Ich hasse, nennt den Schritt bitte Mongo. Na, nur weil du Mango nicht magst, werde ich die Mango jetzt nicht anders nennen. Na egal, ich tauche da jetzt nicht runter. Ohne meine Equipment. So. Ist doch gerade haifrei. Haifrei. Ups. Ich lichte noch nicht den Anker. Ich bin noch nicht auf Deck, ne? Du bist nicht auf Deck? Nee. Den Schrott, den brauche ich gerade für noch ein paar Sachen, die ich gerne basteln möchte. Oh. So, warte mal zusehen hier. Also Anker nicht lichten, weil du noch nicht da bist. Also Anker lichten, weil du da bist. Okay. Einfach weiterfahren. Nee, bitte nicht. Jetzt kannst du deinen Innenarchitekten dir woanders bestellen. Ah, da wird mein Ananas sein. So, jetzt kannst du den Anker lichten. Oder wo? Ich mach das und du lenkst. Der ist unten bei meinen Kartoffeln. Ach, hier ist das Nest. Hab mich schon gewundert. Ach, der hat eine Kartoffel gegessen. By the way, wir können, glaube ich, jetzt auch die Bäume hier oben fällen. Können wir? Ja, mal jetzt gerade mal. Warte, bevor du den Anker lichtest, hol ich mir nochmal. Ach scheiße, da ist er schon wieder. Der Sack. Der Sack. Zack. Bin so gut. So. Ich bin der Rufus. Wollen wir wieder nochmal so ein Palmending haben, ja, ne? Ja. Einmal so eine Palme und einmal. Ich finde Palmenblätter voll gut. So, gegrilltes Haifleisch hätte ich. Mango mache ich uns noch. Gegrilltes Haifleisch hätte ich gerade. Zack, zack, zack. Gek, gek, gek. Ja, ja, ja. Ja, ist gut jetzt, Mann. Also auf einmal hast du da aber auch oben wieder Möwen City, ne? Vor allen Dingen, die vergreifen sich an meine Ananas. Ich bin ja gerade dabei hier, bin ja wirklich gerade dabei, das Dach zu bauen, aber... Vor allem deine Wackelkarte scheint sie da nicht wirklich von abzuhalten. Hm. Achso, die nistet da jetzt? Nee. Achso. Leider aber nicht. Nee. Die Winkelkatze ist denen scheißegal, also. Gut, dann lichte ich mal den Anker, ne? Beziehungsweise richte du aus, ich lichte den Anker, weil du weißt, wie das funktioniert. Naja, ich hab schon vorher ein bisschen ausgelichtet. Ausgerichtet, geschlichtet. Die Insel leuchtet. Watersky, da hast du den Opening, da hat Isuki den Opening-Satz von mir verpasst, wo ich gesagt habe, zwei verzweifelte Männer auf hoher See, da kann viel passieren. Okay. Balu, bom, 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 bom. So. Hab ich jetzt genug Schrott, um dir Dinge zu bauen? Oh, du grätst den gesamten Hai. Nice. Ja. Das ist gut. So. Makeshift-Bett-Zeiten sind vorbei. Welcome to Palm City.
Welcome to Jurassic Park. Du kommst weg. Hm? Ach, du hast was gebaut. Ich habe mich gerade gewundert, so wild. Nee, abgebaut. Abgebaut. Ah. Okay, das ist. Wird noch anders gemacht. Aber ich muss erstmal gucken, wie ich das jetzt hier baue mit dem Ausguck. Dafür brauche ich wieder Holz. Ficken. Den ganzen gebratenen Hai packe ich mal in die Truhe. Mhm. Ja, ich habe mich gerade an deinen Buntbarschen vergriffen. So, ja, ja. Ich das so, ne? Lina 0801, danke dir fürs Followen. Same, hallo. Ich sag einfach mal Lina, ne? Ich denke mal, damit sind wir cool. Danke für den Doppel-Follow. Hat sie bei mir nämlich auch gemacht. Der Double-Kill. Double-Lucky. Die voll coole Frau da. Did you just assume gender? Ich denke mal, bei Lina ist es offensichtlich. Hallo. Ich hoffe einfach mal, dass ich niemanden offended habe gerade. Mega offended. Hass überall. Was hast du gegen mich gesagt? Gegen dich doch nicht, Mensch. So, ich mach dir mal dein, wo du dich gerade hingestellt hast, mach ich dir dann mal dein Mittagessen hin. Mein Mittagessen? Mhm. Hä? So. Bäh. Ui. Hm? Geil, Double Hängematte Action. Mhm. Ich muss ihn noch ein bisschen anders hinbauen, aber. Bin schon mal glücklich, die zweite schon mal gemacht zu haben. Ja, ein zweites Floß, falls du es holen willst, kann ich den Anker setzen. Nö, ich mach das so schnell, warte. Okay. Bin schneller wieder da, als du gucken kannst. Pass auf, wie schnell das jetzt gleich geht. Ich gucke. Fuck. Ich bin so schnell, der Hai bemerkt mich gar nicht. Ja, vielleicht habe ich ihn auch gerade abgelenkt. Das hat schon. Ach nee, hat sich gerade ins Fuß verbissen. Ach so, na dann. Ja, scheiße. Meine Güte. Und Nude, übrigens, Dankeschön für die Bits vor Ewigkeiten. Sorry. Okay, du kommst hinterher. Ja, klar, ich hab Flossen. Der Typ hat Flossen? Gib Flosse, Kollege. Dauert zwar ein bisschen, aber ich komme hinterher. Boah, das ist das ganze Holz. Das ist gerade so gut. So. Shandy? Oh, bitte nicht. No shipping names, please. Oh Gott. Mach das again. Handy klingt doch so romantisch. Sprech für dich selber. Nee, das mache ich anders. Scheiße. Habe ich zwar jetzt ein bisschen Nägel verschwendet. Oder Schrott, aber ich glaube, ich mache das lieber. Also Hunger werden wir so bald nicht haben. Ach, fuck, geht sogar gar nicht. Das hier hinpacken irgendwie. Nee. Aber dass diese Leiter aber auch immer für sich selbst stehen muss und nicht einfach irgendwo anders hingepackt werden kann. Mann, oh. Ups. Ja gut, dann muss die doch dahin. Hm, scheiße. Oh. Gut, doch dahin. So, was brauche ich jetzt alles neu? Meine Güte. Mein halbes Inventar ist irgendwie kaputt. Gott, ich brauche doch mehr Schrott. Ich hätte gedacht, dass ich keinen Schrott mehr gebraucht hätte, aber scheinbar brauche ich doch Schrott. Oder? Nicht? Das ist nur Schrägdach. Flachdach kennt ihr auch nicht, ne? Mhm. Flachdach kennt ihr auch nicht. Kennt er nicht. Kennt dann nicht. Badamsch. So, ein Speer ist wieder da. Die Axt habe ich, Paddel brauche ich gar nicht mehr.
Ich brauche verdammt nochmal mein Home. Dieses ganze Holz. Die ganzen Holzprobleme hier. Ich bin der Rufus. So cool. Ich bin so cool. Dann brauche ich Ditte. Also wirklich, Hunger haben wir soweit nicht mehr. Es sei denn, irgendwie unser Boot fängt Feuer. Wollen wir es herausfordern? Ich wollte sowieso ein bisschen Beleuchtung, für ein bisschen mehr Beleuchtung sorgen. Wieso würde mich das denn nicht mal wundern, wenn das tatsächlich passieren würde? Ja. Shadow, ich hab mir ein Feuerzeug gecraftet. Oh Gott. Wait one. You did one. Ich hab doch gerade erst die Gasrohre verlegt. Was? Knaller zünden? Okay. Exzellente. Ja, ich. Du, ihr mich auch. So. Nur die Sache ist, add everyone habe ich sowieso ausgeschaltet, ja. Dann für dich dann jetzt die Permission zu geben, würde ewig lange dauern. Also schmeiß einfach die ganz normale Sache rein und gut ist. Wer es sieht, der hat Glück. Alle anderen halt nicht. Okay, das ist irgendwie... Ah, der Leiter ist irgendwie doof. Wie mache ich das denn? Ist das doof? Bist du doof? Das geht gar nicht so, wie ich das mir vorstelle. Ah, generell. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, wir haben das Meer um einiges sauberer gemacht. Weil es kommt irgendwie immer weniger. Rettet die Wale. Was soll ich mir den Walen? Die geben mir auch nichts zu essen. Muss ich das dann so machen? Ist zwar echt dumm. Sieht zwar echt nicht so geil aus, aber scheinbar muss ich das machen, damit ich so ein Dach überhaupt hinkriege. Ja, Dächer habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Dächer sind schwierig. Bin ich ganz ehrlich gerade. Ja, fuck it. Ja, everyone ist für alle ausgeschaltet, außer für Mods und LH-Members. Joshi, hallo. Hä? Guck mal hier oben. Warte. Warte. Was wollte ich denn gerade? Ach ja. Außerdem. Ne? Alter, du bist ja voll daneben. Oh, ja, aber ich hab mega. Oh, da kommt noch mal, aber da kommt noch mehr. Captain Carpenter hier. Planke, 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 Planke. Mein Force. Planke, 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 Planke. Ich glaube, ich muss einen Innenarchitekt ein bisschen komisch jetzt machen. Also wundere dich nicht, wenn es gleich ein bisschen seltsam aussieht. Ich wundere mich bei dir schon gar nicht mehr, also ich angel nur noch, also und besorg Essen. Weil technisch gesehen haben wir jetzt in dem hier jetzt den Punkt im Spiel erreicht, wo wir alles haben. Ja, wir, haben keine, wir haben keine Wasserprobleme, wir haben mehr als genug zu essen. Dann müsst ihr jetzt das Ende aufsuchen. Nein! Ich will mehr bauen! Da könnt ihr ja immer noch bauen. Außerdem, ich stell's mir gerade vor, weißt du, wir kommen denn da an und auf einmal ist es so ein Kriegsschiff. Was, Schiff? Das Ende, wir machen das Ende und auf einmal kommen wir da in so ein Kriegsschiff an. Nö. Ich glaube nicht ganz. Ja, mit Mango Trees. Mango Trees, boy. Hast du noch einen Schrott? Oder ja, habe ich hier. Du Sackgesicht. Ich brauche echt nur einen Speer. Keine Ahnung, wie du dich da jetzt verbissen hast, du Scheißvieh, aber.
Okay, die brauchen einfach mehr Holz. Wo hast du mir das jetzt hingeschmissen? Hier. Ah, da. Danke schön. Was mich frage ist, ob man auf einer anderen Stützfäller noch einen Stützfäller bauen könnte. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Hat vielleicht auch was. Ich habe jetzt wieder 3 Haiköder. Oh boy, ich habe Durst. Ist mir Durst, ich habe Durst. Ah, ich habe auch. Ich weiß, das ist nicht die hübscheste Methode, das zu machen, aber es funktioniert. Darum geht es mir gerade. So, Schlürf und Schlürf und Schlürf. By the way, suddenly Insel. Mit? Okay. Da crashen wir jetzt auch volle Kanne rein. Oh, ich sehe es. Wow, hallo Insel. Na, wenn das der Fall ist. Ja, Schrott. Wäre geil. Ja, dann gehe ich doch mal tauchen, ne? Wo ist mein Haiköder, die ich auswerfen muss? Hier in meiner Seemannskiste. 3 Stück habe ich. Gut, dann werde ich den mal vorbereiten. Zack, zack, zack. Was? Nein. Das. So. So, okay. Ich wäre zum Werfen bereit. Ja, warte. Vor allem, ich frage mich ja, warum hat man 3 Ausrüstungsslots, aber nur 2 Sachen, die man sich zum Ausrüsten craften kann? Vielleicht kommt noch was. Oder man kann sich Kleidung später irgendwie machen, weil irgendwas mit Färben oder so gab es auch noch. Also Pinsel und Färben, da haben wir auch noch nicht gemacht. Also wir können ja alles bunt malen. Oh ja, alles bunt malen, yay. Okay, ich bin bereit. Und ich werfe. Hui. Oh, instant. Sehr schön. Ja, und ich hole mir jetzt das andere Floß da hinten. Ja. Man kann den Haikopf auch aufsetzen, wird mir gerade gesagt, vom Schakal. Was? Okay, Mama, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Oh, Kupfer, nice. Wir kommen also dem Ende des Spiels. Nee. Na, also wenn es wirklich stimmt, dass wir danach einfach ganz normal weitermachen können, dann können wir auch das Ende einmal irgendwie triggern, sag ich mal. Einmal triggern und dann sich denken, so YOLO-Swagger. Genau. Von daher, weil schwer dürfte das nicht sein. Ah ne, wobei, es hieß ja irgendwie, wir müssen das noch finden irgendwie. Oh. Ja, irgendwie müssen wir dann irgendwie auf Kurs da hinsegeln oder so, keine Ahnung. Dürfte nicht schwer sein bei unserem Equipment, was wir haben. Nee. So, ich nehme auch alles an Schrott mit, was ich finde. Hallo, na? Jetzt muss ich nur mal... Ist er noch beschäftigt? Er ist gerade noch am Nomsen. Also, aber okay. Nicht mehr lange wahrscheinlich. Also müsste wahrscheinlich gleich schon... Und du müsstest dann auch sowieso einmal nochmal wieder auf dem Boot kommen, weil sonst aggrot er dich ja direkt ohne den nächsten... Ah, er ist fertig. Okay. Also ich warte jetzt, bis du erstmal wieder auf dem Boot gewesen bist. Oder du kannst auch einfach dann... Ich wollte gerade sagen, hier. Du kannst auch nur da warten, so. Zurück. Flonk. Ja. 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 Okay. Er ist gerade in die Insel geschwommen. Geht's dir gut? Ich glaube, dir geht's gut, ne? Na gut, er liegt jetzt trotzdem? Ach so, weil du dauernd ins Wasser gehst. Er schwimmt die ganze Zeit in die Insel. Ja. Also, ich glaube ja, der Hai schummelt, ne? No Clip an. Nun greift. Ja, genau. Meine Güte. Geht doch. Dafür, dass ihr so schlau sein sollt, seid ihr ziemlich retardete Biester. Schrott, Lehm und alles brauche ich nicht mehr.
Guck mal, ich die für gar nichts mehr. Nö, also die brauchst du eigentlich nur wirklich, wenn du dir einen Schmelzofen machen willst. Und da ich aktuell noch 20 davon hab, von also pro Stack, brauchen wir das nicht. Ich esse jetzt unter Wasser mal eine Kartoffel, damit ich nicht unter Wasser eine Kartoffel essen. Ich frage mich ja, wie das aussieht. Weiß zwar nicht, ob wir noch Seetang für irgendwas brauchen, bestimmt, aber. Ah, doch, wenn ich mir einen neuen Pfeil und Bogen bauen will, dann brauche ich das da. Ich habe immer noch Leim, also. Ja, noch habe ich genug von dem Zeug. Oh, ist er am Knabbern? Oh, hier. What the fuck? Ah, Metall. Mein Metall kann man immer gebrauchen. Alter, hab ich. Jesus, okay. Da ist noch. Ich glaube, er ist fertig. Ja, aber er ist fertig mit Essen. Ja, warte. Soll ich überhaupt noch den letzten aufbrauchen oder? Nö, das genügt. Okay. Selbst wenn er mich jetzt angreift. Gut. Soll das wagen. Soll das wagen, der Spaß. Echt mal, ich bring ihn dann um. So. Ich bin ja jetzt in der Nähe vom Floß, also ich greife jetzt nur noch das ab, was hier in der Nähe ist. Also wenn einer mir sagen kann, wie diese Kerzenlampen funktionieren, dann wäre das voll episch. Also scheinbar sind das voll die Mysterien, die keiner weiß, wie die funktionieren. Schade aber. Würdest du gerne anmachen. Aua, ist ja gut. Drecksviech. Na. Und Zwong. So. 11 Schrott hab ich. Die brauche ich. Ich hab 7 Kupfer, das dürfte eigentlich genug sein. Sind wir schon wieder am. Nee, wollte schon sagen. Sind wir schon wieder am Losfahren? Aber ich stand hier genau vorm See. Wo ist denn die Insel? Ja, Tatsache. Das sieht man sogar. Ich sehe das sogar in meinem Interface. Oh boy. Hast du nicht noch einen gehabt? Du hast doch immer einen mit dir rumgeschleppt. Ja. Sonst müssen wir ihn umbringen. Oh Gott. Hallo. Hallo! Den behalte ich jetzt auf. Ist mir scheißegal. Oh, nee, ich werde aber kirre. Ich hab schon sowieso zu wenig Sicht. Ja, stimmt eigentlich. Oh, wo wir von Arschloch reden. Alter, nice Shot. Okay, da kaut er aber echt lange drauf rum, also. Vor allen Dingen, das kannst du so easy wieder reparieren. Brauch halt nur eine Menge Holz. So. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Vielleicht geht's ja sogar besser. Man kann's machen. Okay, never mind. Dann lasse ich das. Das sieht viel besser aus. Man kann einen Pöller auf einen Pöller setzen. Ein Pöller auf einen Pöller? Ja, einen Pöller auf einen Pöller setzen. Genau. Gut. So, warte mal, wir sind noch ausgerichtet. Ach, du bist das. Versuch mal, ob der Hai dich noch angreift. Ich glaube nicht, dass das Spiel so Meta ist. Oh, fuck. Der Kurs ist so. Oh, shit. Andy hat Sicht, er hat Gesicht eingesetzt. So. Ja, doch, das passt. Oder? Doch, das sieht gut aus. So. Aber jetzt frage ich mich ja. Ich nehme mal die beiden Kupfer, die ich hier habe. Die habe ich noch. So, warte, was müssen wir jetzt bauen damit? Wir brauchen also einen Empfänger. Dafür brauchen wir 2 Leitplanken, ein Scharnier, Kunststoff, Planke. Also nichts Besonderes. Eine Antenne, da brauchen wir auch eine Leitplanke. Dafür brauchen wir also Leitplatte.
Eine Platte. Ich bin es leid mit dieser Platte. Okay, das ist easy. Dann mache ich das anders, dann sorry, aber der Notausgang muss weichen. Da ist mein Gelibber. Also eigentlich, das Ganze wird nur so lange dauern, den Kram zu bauen, bis das Kupfer geschmolzen ist. Also, ja, gut. Wir haben sonst ein Hai, ist okay, so. Ich schmeiß auch mal wieder was auf den Grill. Habe ich denn irgendwas auf den Grill schmeißen? Aber das wäre es ja mal so nach dem Motto, du bist ein Hai, okay, ich fress dich jetzt nicht mehr. Das wäre mal interessant. Ich habe gerade nichts auf den Grill zu schmeißen. Habe ich wirklich nichts im Inventar? Doch, Radieschen, aber komm, das esse ich jetzt einfach so. Nom nom nom. Ich meine, und wie gesagt, wenn wir danach weitermachen können, warum nicht? Ich will das noch nicht zu Ende machen. Ich will weiterspielen. Ja, ich weiß. Wir können ja auch weitermachen. Sagt doch keiner, dass wir aufhören müssen. Ich habe da zu viel Spaß an diesem Spiel. Wie gesagt, wenn die Leute das meinen, dass wir danach weitermachen können, dann ist das ja gar kein Ding. Dann machen wir danach ganz normal weiter. Aber mich würde schon interessieren, wie das Ende, was das für ein Ende sein soll. Na, schon wieder? Ja, hier unten. Ups. Oh, sorry. Ist egal, ich hab's so verscheucht. Weil ich wollte mich gerade aufs Bauen konzentrieren, nicht aufs Zerstören, weil ich brauche auch momentan keine Federn. Ich wollte mich aufs Bauen konzentrieren, nicht auf Zerstören. Diese Hände können nichts erschaffen. Sie können nur zerstören. Okay, wir haben davon zwei. Batterie brauchen wir ein Kupferbahn. Ja, ich übertreib's gerade, ich weiß. Und dann brauchen wir noch die Antenne und den Empfänger. Die Antenne kann ich jetzt schon bauen. Und den Empfänger. Dafür brauche ich noch eine Platte, ein Scharnier. Okay. Sollte nach meinen Berechnungen hinhauen. Ich verschwende gerade so viele Nägel. Das ist echt nicht schön. Metallische Dinge? Nee, nix. Manu. So. Wo kommt das Paddel her? Weiß ich nicht. Ich hab's doch weggeschmissen. Es hatte Heimweh. Das Paddel wollte auf Weltreise gehen. Ja, und dann ist es wieder nach Hause gekommen. Ich merk schon. Oh, Schrott. Warum hab ich nie Schrott, wenn ich Schrott brauche? Ich hab Schrott. Aber ich... Alter, ich bin hier an wissenschaftlichen Entdeckungen begangen, du Mistvieh. Also halt die Fresse. Meine Güte. Hast du gerade den Pfeil aufgenommen? Hm? Nö, ich hab... Pfeil. Ich hab repariert. So. Ich dachte, da wäre noch so ein Pfeil gewesen. So. Warte mal, was brauche ich denn erst? Ich habe jetzt die Antenne. Ich ordne das mal gerade alles. Dann, warte mal. Also Antenne habe ich. Eine Batterie kann ich jetzt herstellen. Okay, jetzt haben wir auch eine Batterie. Dann brauchen wir davon noch eine. Dafür brauchen wir jetzt wieder zwei Kupferbahnen. Ja, wobei, könnte mit dem Kupfer vielleicht doch noch eng werden. Minno. Also auf jeden Fall sind wir wieder auf Schrottkurs, so ein bisschen. Ich muss was trinken. Schlürf. Das war ein klein bisschen ausgerichtet. Hat da wieder jemand nicht nachgefüllt? Was? Hab ich doch gerade gemacht. Ach so, das ist... Oh, ach so. Ja, wollte schon sagen. Ich hab da, war da gerade eben dran, sorry. Oh.
Okay, dafür brauchen wir noch eine. Die Batterie haben wir, die haben wir. Kann ich das ernsthaft nicht hier hinbauen? Ist doch doof. Manu. Ja, genau. Und wie viel brauchen wir denn dafür? Gar keine. Dafür brauchen wir nur noch Planken. Wir sind so gut wie zu Hause. Wie nach Hause. Immer ernsthaft, wer will nach Hause? Ich nicht. Ich nicht. Ich werde nur geringfügig wahnsinnig auf dieser Insel. Was nicht meine Insel ist. So, grill schneller. Ich finde es doof, dass man wirklich keine Leitern an Wände bauen kann. Das ist echt ein blödes System. Ist halt nicht Minecraft, ne? Wäre aber schön, wenn... Mann. So, jetzt mal faul. So. Okay. Und Empfänger. So, wie funktioniert der Scheiß jetzt? Ja, Shadow ist ein Schuh. Habe ich mir so gedacht. Das hast du dir so gedacht. Oh. So, also. Folgendes. Erstmal können wir die Bäume auch abernten, aber da wir sowieso ja fahren müssen. Ich nutze mal hier oben die Fläche, ne? Mhm. Denn ja, hier auf dem, unser Balkon ist sowieso für mach was du willst Fläche. Also. Benötigt Batterie. Batterie platziert. Antenne nicht verbunden. Ach so, die muss ich noch woanders. Das geht. Wo kann ich denn eine Antenne hinpflanzen? Da. Sehr. Ach, und dann wird das automatisch verkabelt. Oh, lollig. Nice. Und nu? What the fuck? Jetzt habe ich, weißt du, eine Batterie aus einer alten Tupperdose gemacht, gefühlt. Was bringt das jetzt? Brauche ich mehrere Antennen? Ist das doof? Ist das wirklich so hinbauen? Scheinbar brauche ich mehrere Antennen. Drei, um genau zu sein. Brauchst noch zwei Antennen. Ja gut, dann können wir die Batterie auch trennen. Das ist ja verschwendeter Strom. Was ist denn jetzt für ein Geräusch? Was? Hm? Oh, der... Ah! Alter! Schön. Jetzt frisst er sich schon strategisch durch die nicht geschützten Teile. Es wird echt Zeit, dass wir hier verschwinden. Das Ding wird schlauer. Ich sag dir, die Haie werden sentient. Tja, du kannst jetzt nach ganz oben. Nach ganz oben? Wie hast du das denn gemacht? Komm mal zu den Bäumen. Ich habe nur leider jetzt hier den Notausgang, musste ich dafür opfern. Ah. Yeah. Oh, cool. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Gut, wir brauchen also noch mehr Antennen. Gut, das heißt, wir sind also doch noch nicht ganz fertig. Aber da vorne ist eine Insel wieder. Mir ist gerade alles egal, ich brauche einfach nur Holz. Nee, warte mal. Holz ist irgendwo Plankenholz, ich habe Holz. Shit, da brauchen wir zwei für. Und da wir noch zwei brauchen, brauchen wir auch noch zwei Klumpen Kupfer. So, wie sieht denn das jetzt von außen aus? Ist das einfach gebaut, ohne zu wissen, wie es von außen aussieht? Joa, geil. Das ist echt geil gemacht. Aber ich muss sie andersrum hinbauen, nee. Die Insel ist echt groß, ja.
Deswegen werde ich da jetzt auch mal ransegeln. Einmal deswegen und zweitens hole ich denn da den letzten Rest Kupfer. Wenn du denn da was findest. Irgendwo unter Wasser werde ich schon was finden, hoffentlich. Guter Kupferstecher. Hast du Anker gesetzt? Nein. Weil ich habe das Gefühl, wir bewegen uns nicht. Nee, wir bewegen uns auch nicht. Oder? Ganz langsam nur. Boah, so knapp, ey. Ist das gegen Strom, oder? Ich meine, es ist nicht schlimm. Ja, doch, wir bewegen uns. Jetzt aber ja. Aber irgendwie nur ganz langsam. Ah. Also ich möchte nicht, dass wir aufhören. Ja, so viel dazu. Ich probiere jetzt auch mal die Taktik. Ich gehe mal mit dem Haikopf nach unten. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Dorfgieß. Zack, zack. Mein, zum Glück sieht es auch überhaupt nicht bescheuert aus. Wenn ich jetzt mit meiner Batterie rumrenne, die aussieht wie so eine Tupperdose. Ich würde da bekloppt werden, wenn ich die ganze Zeit den Haikopf auf dem Kopf hätte. Ach du, das ist folgendes. Du kannst nur bekloppt werden, wenn du es noch nicht bist. Ah, das macht Sinn. Ach, das stört mich jetzt. Oh, scheiße, ich brauche mehr Schrott. Oder habe ich noch Schrott? Ich habe einen Schrott. Sieht so aus, als müsste ich das anders machen. Warte mal. Vielleicht hat die magische... was? Sag mal! Ich habe Anker gelegt. Ich schwimme da jetzt so hin. Da war noch nicht mal Schrott drin, ich glaub's nicht. Hier Schrott drin, hier war Schrott drin. Schön. Der Haiflüsterer. Ich schwimme da jetzt so hin und guck dann. In der Hoffnung, dass ich überlebe. Viel Glück. Ja, noch hat der Sack nicht zugebissen. Es wird toll, wenn das wirklich jetzt mal machen könnte. Vielleicht ist er auch einfach, hat er auch einfach Schiss wegen meinem Haikopfschmuck. Scheiße. Ja, stimmt. Oder er denkt, das ist ein Freund. Wo ist der Arsch? Ist okay. Nicht wundern. Okay. Ich möchte gerade einfach irgendwie ein bisschen das schöner hier aussehen lassen. Wo ist der Hai? Wurde er irgendwie getötet oder hast du gerade irgendwie, weil wir so komisch geflogen sind, hat irgendwie seine Position geändert? Auf welches Wasser gehe ich dann irgendwo? Ich habe ja Schiss, jetzt einfach drauf loszuschwimmen, ne? Aber er ist hier nirgends. Pass mal auf, am Ende bringt das wirklich was. Na gut, ich schwimm da mal, ne? Wehe, er denkt sich genau jetzt so von wegen, oh ja, wie wäre es, wenn ich genau jetzt ankomme? Was würdest du davon halten? Wobei, ich glaube, ich kann hier trotzdem dann immer noch locker auf die Insel und... Ja, ich glaube, da kann ich locker rauf. Ja, easy. Da kann ich easy rauf. So, ist das gut? Ich möchte das als Außenwand haben. So, und das als Innenwand. So, dann ist das ekelige Gebälk ist draußen. Ja, finde ich gut so. Du bist der Hai, Shadow, ich weiß. Dödem.
Aber welche schon auf die Insel kann, ne? Warum nicht mitnehmen? Ja, zumal wenn hier noch gut Stuff drin ist. Da hast ich du hier sowieso nur wegen Kupfer darunter will. Also Shadow. Hm? Also Shadow. Was denn? Kann man doch so nicht machen. Was denn? Was willst du denn, du? Ich mache unser Mittagessen fertig, das mache ich. Du tötest den Hai nochmal? So. But you cannot kill me. Ich sehe ihn echt nirgends. Ich meine, wenn er wirklich nicht, wenn er wirklich weg ist, dann wäre das super. Ja, ich meine, ich beschwere mich nicht. Wenn diese... Ah, shit, mein Sauerstoffcontainer ist kaputt. Oh, oh nein, ich höre ihn. Er beißt sich gerade ins Schiff rein. Umso besser, dann knabbert er vielleicht jetzt erstmal... Oh, warte. Oh, ich habe hier instant Kupfer. Also, perfekt. Ich habe ihn gerade abge... Soll ich was ins Wasser schmeißen? Nö, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich habe hier jetzt schon... Ich habe jetzt schon die 3 Kupfer, mehr brauche ich schon gar nicht. Ich habe sogar einen mehr, als ich brauche. Er beißt sich schon wieder... Ah ne, jetzt hat er sich in den Haiköder gebissen. Wow. Ich ja, macht nix. Macht nix. Du verabschiedest dich? Hast du grad, oder? Ja, macht's gut. Okay. Mach es gut, tschüss. Mach es besser. Noch viel Spaß. Dankeschön, werden wir haben. Alter, pass auf, wenn jetzt Live-Cam wie ein Hai angreift. Dödem, dödem. Double Attack, nice. Hahaha. Es hat funktioniert. Ich muss mal hier so ein bisschen Innendeko umändern. Nein, nicht das. Ich will einen Stuhl bauen, einfach aus ästhetisch Gründen. Ich so. Find's geil, dass wenn wir, wenn das Licht, also wenn es dunkel wird, dass automatisch unsere Fackeln angehen. Ja. Dass wir solche automatischen Fackeln haben. Apropos Fackeln, du erinnerst mich gerade an Dinge, die ich mal machen sollte. Oh, Schrott und Planken. Dinge, die ich nicht habe. Fuck. Vor allem die Batterie draint ja mal. Uiuiuiui. Was brauche ich noch alles für die Light-Dinger? Nichts. Fahren wir schon wieder? Wir fahren schon wieder, ne? Ja, okay. Wow, ich krieg das schon nicht mal mehr mit. Fahren wir? Tun wir fahren? Mhm. Tun wir fahren? Sind wir überhaupt auf Müllkurs? Ich habe keine Ahnung. Momentan absolut nicht. Nee, aber es ist ja auch nirgendwo was, ne? Warte mal, in welche Richtung? Ich hab Hunger, ich esse jetzt Kokosnüsse. Norm. Okay. Die sind gut, wenn ich auch gleichzeitig Durst hätte. Ja, Kartoffkies. Der Hai ist da hinten immer noch am Fressen. Der ist doch gut, können wir von da abhauen. Kann er sich ins Knie ficken. Nom. Okay, ist gut. Doch, ist gut so. Die Kartoffeln können wir auf den Grill schmeißen. Zack. Kartoffeln kommen dann wieder hier unten rein. Also, wo zum Hölle? Ich brauche meinen Schrott. Shadow, das geht nicht. Wir müssen auf Müllkurs. Wo ist mein Schrott? Übrigens, stehen wir immer noch oder ist die Insel einfach da? Nee, wir bewegen uns schon. Aber ich kann auch nicht wahrnehmen, wirklich in welche Richtung. Ja, übrigens, das so, Das Segel habe ich selber eingeholt, weil ich nicht wollte, dass wir in eine Richtung abdriften, in die wir nicht, die uns nichts bringt. Ich kann nämlich nicht sagen, sonst lass pennen gehen. Wir sind doch fast mit der Insel kollidiert. Also müssen wir, denke ich mal, zur Insel hin. Nee, wir sind nicht mit der Insel kollidiert. Ich bin da, hab da hingesteuert. Oh, okay. Ich muss die... Na, passt schon. Es ist nirgendwo... Da ist der Hai auf jeden Fall wieder. Da hinten, ich sehe es. Wir müssen volle Kanne in die Richtung. So. Ah, ich habe gerade keinen Glibber. Muss ich Glibber herstellen? Ich muss Glibber herstellen. So, da ist auf jeden Fall die Müllströmung. Ich denke mal, ich habe sie wieder gefunden. Ja, denk nur dran, dass wenn wir in der Müllströmung sind, dass du dann auch wieder
zurück auslegst. Also halt so, dass wir... Dass wir wieder mit der Strömung dann schwimmen. Okay, also dann muss ich es zur Strömung hindrehen, dass... Genau, dass wir halt die Strömung upspeeden. Okay. Oder warte mal. Warte mal, guck mal. Ja, wir kommen jetzt langsam rein, oder? Ich glaube, wir sind drin. Wenn das Segel so bleibt, sind wir, glaube ich, richtig. Aber guck mal, das kommt uns ja entgegen. Aber wie haben wir uns gedreht? Ich habe doch nichts... Ne? Hast du nicht einmal kurz gegen die Insel gebamst? Ich kam mir nicht mal an die Insel ran. Ach so. Ich bin da ja hingeschwommen. Oh mein Gott. So viel Schrott ist das gut. Oh, so viel Schrott. Oh, so viel Schrott. Ich drehe das nochmal so ganz sanft. So, und ich denke mal, so lassen wir das. Wir sind jetzt, wenn sie zwar nicht mehr so halt schön, dass das hier das Vordere von unserem Schiff ist, aber passt schon. Oh. Manu. Nani? Vielleicht wird die Route beim Schlafen resettet. Das... Keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. So, wie willst du denn das Krähennest? Willst du das jetzt richtig weit nach oben haben, oder? Ich meine, ich kann uns die Antenne und die Batterie und alles auch aufs Krähennest packen. Das kann ich auch machen. In das Krähennest, meinst du? Ich weiß nicht. Ich versuche gleich gerade erstmal rauszukriegen, wie das, Bolzen nicht. Nägel brauche ich. So. Und nu, Dankeschön für den Bit. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Das ist wieder der gleiche Effekt wie letztes Mal. Ich bin einfach so weit drin in diesem Spiel, dass ich vergesse, Leuten Danke zu sagen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hab's doch. Kann ich auf die Leiter noch eine Leiter bauen? Ich meine, Sinn machen würde es, aber es geht nicht. Mano. Winnie the Pooh killed your Discord. Okay. Das passiert. Okay, jetzt sind wir in der Müllströmung? Jetzt sehe ich wieder nichts mehr an Müll ankommen. Also, wir sind gerade halt voll Kranne durchgedriftet, aber jetzt... Oh nein, du entkommst mir nicht. Ich setz den Anker. Noch ein Hopf. Hast du... So. So, kannst wieder lichten, ich bin da. Guck mal! Ich hab meinen Bruder ermordet! Das ist sehr schön. Das sieht so blöd aus. Mann mit Haikopf auf dem Kopf, hat einen Haikopf in der Hand. Wunderbar. Ja, doch. Obwohl, ein bisschen noch darüber. Okay, Alter. Jetzt geht das los hier. Ups. Professor Dr. Sharknado wird das schon regeln. Ich denke mal, dass wir das so machen. Wieso kann man keine Leiter auf eine Leiter bauen? Das Krähennest wird dadurch nicht sehr sonderlich hoch. Das sieht mit dem Kabel zwar ein bisschen beschissen aus, aber Technik muss, ne? Technik, die bin nicht begeistert. Das funktioniert tatsächlich. Geht das Kabel jetzt durch deine Bude? Ja, das sieht sogar richtig cool aus, weil es genau durch das Fenster geht. Moment. Das sieht richtig cool aus sogar. Oh, nice. Okay, dann. Als wär's geplant. Falsche Höhe. Okay, offenbar müssen die auch noch die richtige Höhe haben. Ha. Müssen die alle... Moment, müssen die eventuell alle auf derselben Höhe wie die eine sein? Warte mal. Ich meine, du kannst ja alles hochschmeißen. Ich probiere das mal, warte mal. Texten wir mal ein bisschen rum hier. Schon wieder? Wo? Na
funktioniert das jetzt? Wo denn? Zu nah an anderer Antenne, falsche Höhe. Also die dürfen auch nicht zu nahe sein? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ach du Scheiße. Wie wär's mit... Hier. Da kann ich keins hinbauen. Oder sonst kann ich... Ach, da und da. Das muss ich doch bauen. Hm. Zu nah andere Antenne und falsche Höhe. Hä? Also die hier ist richtig. Das weiß ich. Die hier ist aus irgendeinem Grund richtig. Aber die hier ist offenbar falsche Höhe und zu nah an der anderen. Diesmal wusch. Ne, warte, was passiert, wenn ich jetzt die einfach mal da... Nicht verbunden, falsche Höhe. Okay, die da oben ist falsche Höhe, ich verstehe. Na, ich baue ja noch einen höher, vielleicht hilft es dann. Ich weiß ja nicht mal, was jetzt richtige Höhe ist. Ja, ich auch nicht, aber... Versuch es doch einem Dreieck auf verschiedenen Höhen. Ja, das ist ja eigentlich so mein Ding gewesen. Mein gut, das hier ist die falsche Höhe. Ich probiere es jetzt mal hier unten. So im Grunde etwa... Oh, der Schrott. Wieso ist es immer der Schrott, der mir fehlt? So, hier. Und den anderen in etwa da hinten. Kann das hinkommen? Macht das Sinn? Erstmal meine Tupperdose wieder reinpacken. Schrott, nice. Nicht verbunden, falsche Höhe. Was ist denn die richtige Höhe? Okay, das ist irgendwie seltsam. Ich denke mal, der Empfänger, diese große Antenne, muss wirklich so weit nach oben wie möglich. Also. Nee, nicht mal. Da ist ja, dann sagt er mir falsche Höhe. Was ist, wenn ich es hier hinpacke? Quiek. Nicht ver. Ah, perfekt. Okay, die zweite ist auch richtig. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken, dass die dritte hier irgendwie. Ich würde vielleicht mal sagen. Like that. Jackpot. Elliot One, vielen Dank fürs Followen. Und Bingo! Lina hatten wir auch schon. Alter! Ja, es funktioniert. Kannst du jetzt Minesweeper spielen? Ja, komm mal her, wir haben ein Signal. Check this shit out. Deine Verkabelung ist übrigens wunderhübsch. Mein Vater ist Elektriker, lass ihn das bloß nicht sehen. Da, guck mal. Wir sind auf dem Weg. Ja. Nordwesten! Kurs Nordwest! Speicher schon mal die Welt einfach so zur Sicherheit. Ja, mach ich. Hab ich. Alter, wie jetzt einfach das Kabel durch komplett durch. Ja. Bei einer LAN-Party oder was? Okay, so geht das relativ schnell. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Batterie auf einmal... Was passiert, wenn ich ausschalte? Ist das wichtig dann? Also dann sage ich einfach, komm, ich nehme die Batterie jetzt raus. Okay, da war jetzt bei... Ich nehme jetzt mal bei 130 die Batterie raus und warte mal ein bisschen. Und in der Zeit ballern wir jetzt einfach mal in die Richtung, in der das Signal zeigt. Ich will mal gucken, ob wir das jetzt auch, um Batterie zu sparen. Das sieht ja gerade aus wie bei denen der Wohnung, nu, also wirklich. Können wir also. Wie sieht denn deine Wohnung aus? Ergo, wir müssen nur noch ein bisschen surviven. Also mir wird gesagt, man sollte es möglichst immer ausschalten und einfach nur für manchmal zum Kurs navigieren lieber anschalten. Ja, eben damit die Batterie nicht leer geht. Genau. Weil Batterie übrigens, ist ja... Übrigens, Land in Sicht, Captain. Fuck Land. Wo überhaupt? Ach, da hinten. Da kommen wir nicht mal hoch. Ich hätte keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Ne, kommen wir auch nicht, aber ich denke mal, wir müssen da drum rumdriften, weil wir da sonst da genau reinknallen. Ne, nicht mal, oder? Oder? Ja, doch. Oder wir driften entweder rechts dran vorbei oder ich habe einen Knick in der Optik. Lenk du mal, ich guck, ob wir... Ja, wir sind noch auf Kurs. Wir müssen den Kurs bald ändern. Wir sind jetzt gerade sehr... Unser Kurs ist sehr nordwestlich.
Aber wir haben noch 800 was auch immer vor uns. 800 Knoten. 800 Knoten Nordwest, ja. Da sollten wir aber eigentlich drumherum schwimmen, oder? Ach ja. Jetzt sollte es klappen. Wir nehmen die Kiste noch mit. Da kann ich einfach jetzt so... Meinst du, die retten auch jemanden wie mich? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mich nehmen sie wahrscheinlich mit. Holen sie extra mit den Helikoptern ab. Aber dich weiß ich nicht so. Das ist so eine Sache. Okay, das läuft doch gut. Noch 720 Knoten Nordwest. Also nicht waschen. So, also ich denke mal, jetzt ist es wieder richtig ausgerichtet. Ja, also von dem, was ich gesehen habe, ja, wir sind in der richtigen Richtung. Gut. Yes. Sie steckt mich in der Anstalt wegen dem Haikopf, also das sehe ich als Beleidigung jetzt. Also das sehe ich ja mal, das ist Traditionsschmuck. In der Zeit, wo ich diesen, ich wurde nicht von dem Hai angegriffen in der Zeit. Die Tradition habe ich nicht mitbekommen, die möchte ich glaube ich auch nicht mitbekommen. Banause. Banause. Banane. Frappe. Also, Shadow, ich habe gerade zwei Möglichkeiten, wie wir ein Krähennest machen. Mhm. Entweder so, wie ich das jetzt gemacht habe. Kannst ja mal hochkommen und gucken. Und kicken. Ich meine, weil höher wird schwierig, weil da muss ich immer wieder eine extra... Ja, wieso? Die Höhe passt doch voll. Das ist doch ein perfektes Krähennest. Oder was ich als Alternative hätte, ist halt halbe Treppen, die halt langsam immer weiter nach oben oben führen. Hallo. 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 Ich probiere nochmal die Alternativmethode aus. Oh, wir müssen bald mal den Kurs ausrichten. Weil jetzt ist es gerade mehr Nord-Nordwest. Und wir sind langsamer unterwegs. Das sollte... Ups. Oh, natürlich, jetzt genau wird das Ganze hier... Feucht. Jetzt haben wir nochmal Round Seegang. Es wird halt feucht hier. Feuchtfröhliche Abenteuer. Man muss das jetzt aber echt mal ein bisschen im Auge behalten. Gerade jetzt mit dem Seegang. Nicht wahr, Hubert? Wow, natürlich. Dein Tisch sieht ja echt nice aus mit den Schuhen. Ja, finde ich schön, ne? Deine Ananas ist erntebereit, ist auch nice. Die wird nicht gegessen. Ach, die bleibt da. Genau. Er wird verrückt, der redet mit dem Heikopf. Tut doch gar nicht. Weiß gar nicht, was ihr habt. Der Typ ist ein Genie. Aus ein bisschen Kupfer und Metall und Schrott. Hat er euch das Ding hier gebaut? Hilfe. Guck doch mal das an. Alles. Hunger, ich hab Hunger, 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 Hunger. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich Hunger hab? Ich esse Leute. Ja, ich weiß schon. Ich schon. Gott, das sieht so blöd aus. Wie das was übers Deck Gollum pierst. Wait, what? Hä? Was denn? Auf einmal sind wir wieder 1000 Knoten entfernt und es ist in eine komplett andere Richtung. Ja, geil. What the fuck? Warum? Kannst du den...
Kannst du den Bildschirm nicht hier unten hinpacken? Na, dafür müsste ich wieder alles jetzt neu packen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ach so, weil wäre irgendwie sinnvoller gewesen so. Oder wir machen einfach wirklich, dass wir das What the fuck? Segel nach oben setzen. Ja, es geht schon so. Ausgerichtet ist es jetzt richtig, nur warum zur Hölle ist jetzt das Ganze, sind wir wieder so weit weg? Kann ich dir nie sagen, du. Das ist doch bescheuert. Das ist doch beschissen. Alter. Ich sag euch. Das ist ein Betrug, ist das. Betrug. Betrug ist das. Ich hab da jetzt so eine Idee. Möchte ich mal ausprobieren. Absoluter Betrug. Die Map hat sich resettet. Ja, super. Oh, ich beschissen ist das. Das ist nicht cool. Okay, ich werde mal kurz das Segel entfernen. Ich habe da nämlich was vor. Was? Piraterie? Ich habe da nämlich jetzt was vor. Ich weiß nicht, ob es gut aussehen wird, aber... Ich esse erst mal Hähnchen. Ja. Das Ding hat sich definitiv resettet. So, bitte. Oh! Eine Planke. Nani! Küss Süd, Süd, West, Nord, Backbord! Okay, warte mal. Jetzt halte ich das Ding mal drin kurz, weil ich muss mal... Das ist gut. Aber sehe ich das richtig, dass man quasi dementsprechend auch unterbewusst auf das Ende stoßen könnte? Na, ich bin mir sicher. Ich meine, oder wird das echt erst getriggert, wenn wir hier so das Ding haben? Kann gut sein. Ich glaube, bei Druck ist das. Kannst du nicht auf Meereshöhe bauen, musst ein bisschen höher legen. Ja gut, hat sich jetzt mittlerweile auch erledigt, weil ich jetzt einfach mal gesagt habe, wir packen das Segel einfach auf den ersten Stock. Fuck. Verdammte Scheiße. Mann, ich bin so kacke im Auswerfen. So Leute, falls ihr mal irgendwie Baseball spielt oder so, und wählt mich nicht. Wurde mal als Letzter gewählt. So, bitteschön, ja. Shadow. Wir haben einen wunderschönen Balkon jetzt. Das ist schön. Vielleicht sollen wir uns schlafen legen. Vielleicht ist das Wetter dann besser. Ja, sollen wir? Ja. Vielleicht resettet es auch das Wetter. Das Schlimmste, was passiert... Gute Nacht, Köstchen. Gute Nacht. So, mal gucken, wie stehen wir denn jetzt? Ja, doch. Ganz gut. Ich mag unser Floß. Es wird. Ja, das Floß ist auch nice. Ich speichere mal lieber drin, wa? Aber ich würde auch mal wirklich gerne wissen, wie das Spiel endet. Also, wie die sich gedacht haben, ja, this is how it ends. Bestimmt nicht damit, dass Leute wahnsinnig wurden und angefangen haben, mit Haiköpfen zu reden. Ey. Ich war mal ein echter Hai. Ich war mal ein echter Hai. Echter Gangster, oder wie? Alter, ich war mal so ein richtiger Bully, weißt du das? Ein Bully habe ich, mehr aber auch nicht. Ich habe Kinderhaie um ihr Taschengeld geprügelt. Alter, wie scheiße hast du rausgeprügelt, habe ich den. So. Glaubst du gar nicht. Erzähl uns mehr. Ja, ich hoffe, dir geht's bald besser, Nu. Ich werde mal die Bäume wegmachen. Ja. Neue Pflanzen. Nani! Wahrscheinlich gibt es keinen Fallschaden in diesem Spiel. Ich zeig dir einen richtigen Hai. Was? Was mich? Ich bin ein richtiger Hai. Ist unser Segel gerade draußen, oder? Ja.
Okay, dann ist das so wirklich die Geschwindigkeit. Ich habe kurz einen Moment gedacht, wir bewegen uns zu langsam. Zu langsam! Düm, düm. Hallo. Hallo. Doch, die wird es irgendwann besser gehen. Nur nicht den Mut verlieren. 770. Okay, das geht nicht, schade. Okay. Sollte man echt nicht die ganze Zeit drin lassen. Ich merke das schon, weil die Batterie, die frisst ja wie sonst was. Alter, sie, Kunststoff. Die ist jetzt schon halb tot, ist die. Oh, hier hat einer was weggegessen. Was ist hier denn los? Mann, wie schwer ist es, eine Batterie neu herzustellen? Vom metallischen Ding kann ich mir sowieso nicht... Okay, das ist gar kein Ding. Da könnte ich sogar noch eine zweite herstellen im Notfall, weil ich noch den einen Kupferbahn, den ich extra geholt habe, weil ich den noch habe. Also könnte ich nochmal sogar eine zusätzliche Batterie erstellen. Warte mal, hatte ich die... Ach, geil. Zack. Moment, habe ich eigentlich genug Pfeile? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stein und Kunststoff. Oh, dafür brauche ich Kunststoff. Hm. Hallo. Hallo. Hi, Moins. Hi, Mark. Jesus, der Wellengang. Ich meine, resettet sich die Welt häufig? Jetzt haben wir 580, also wir sind jetzt auf einem echt guten Kurs. Also entweder Stein. Das oder das Spiel will einen verarschen. Ja, das sowieso. Mehr Kunststoff. Mehr Kunststoff im Inventar. So, ein paar Steinpfeile. 13 Stück wieder, ist gut. Den kann ich wieder hier packen. Nehme ich den, dann kann ich den 15er Stack wegpacken. Ich habe so viele Palmblätter, Jesus. So viel brauche ich doch gar nicht. Oh ja, im Notfall kann ich nochmal Dings hier eine neue Batterie herstellen. Kannst mal sehen, was? So schlau ist der. Der macht dir direkt noch eine Batterie. Hätte ich nicht gemacht. Ich meine, okay, ich bin auch ein Hai gewesen. Also wir haben sowieso nicht viel mit Stromarmut gehabt. Nun, Dankeschön für die Bits und wir sind gerade halt voll an einer nicht begehbaren, okay, nevermind. Insel vorbeigeschlippert, wollte ich sagen, aber. Ach, die kriegen wir beide sowieso. Gut. Oh, shit. Scheiße, ich mach Planke. Die Musik ist aber auch chillig. Finde ich aber auch gut für so ein Spiel. Muss chillig sein. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Scheiße. Motherfucking Coconut. Ja, wieso kann ich denn. Wollte schon sagen. Kann ich doch da bauen. Hooked on a feeling. Ja? What the fuck? Ich komm nicht mehr aufs... What the fuck? Du springst zu früh. Soll ich Anker setzen? Nee. Okay. Na, bist schon wieder drauf. Okay. Es hat sich irgendwie angefühlt wie so eine magische Barriere. Nom. Oh. Trinken wäre eine gute Idee, eigentlich sogar. Sollte ich vielleicht gleich tun. Weiß nicht, ich glaube, der andere Ausguck war besser, auch wenn er nicht so hoch war. Das sieht jetzt irgendwie so. Nicht Kunst, eine Chance.
Oh, was sagst du, Shadow? Hm? Nee, ich komm gar nicht mehr hoch, nevermind. Ich glaube, der andere war besser. Alter, nee. Wir sind relativ nah. Der Punkt kommt sogar schon näher. Ui. Noch 200 Distanz. Ich sollte erstmal was trinken. Ich hab Durst. Also egal, wohin wir segeln, es ist in die andere Richtung. Da ist ein Mega-Ultra-Boot. Das scheint... Warte mal. Ich speichere jetzt nochmal. Just in case. Das scheint es aber zu sein. Alter, was ist das? Alter, what the fuck? Ja, yep, da zeigt das Ding drauf hin. Sag mal, du... Wo ist er denn? Ich bin hier oben, in meiner Kommandozentrale. Nee, aber was zum Fick? Wie hat der sich denn hier so... Hm? Was? Okay, scheinbar kann er in Netze hineinbeißen. Oh, guck mal, was schon. Ja, ich hab's gerade gesehen. Der hat sich einfach mitten reingebissen. Seil. Netz. Nani? Sammelnetz. Ist das die Thousand Sunny? Bestimmt. Na, ja, ich merk schon. Also, das Ding ist riesig. Aber wir haben Anker gesetzt, ne? Also, oder? Haben wir? Warum hast du Anker gesetzt? Wir sind doch noch gar nicht da. Haben wir noch gar nicht, okay. Alter, ist das Ding riesig. Ja, also ich segel da jetzt schon gerade straight darauf hin. Das ist aber eine Ölplattform. Können wir da sonst hinschwimmen? Na. Also eigentlich brauchen wir die Batterie ja jetzt nicht mehr. Ich meine, ich nehme die mal raus. Ich guck mal, ob ich da hinschwimmen kann. Warte mal. Ich sortiere mal mein Zeug ein. Ich möchte da mitkommen. Wenn du schon da hingehst, dann möchte ich auch mitkommen. Ja, dann setz Anker. Gut. Anker wird gesetzt. Weil offenbar Landgang ist gerade sehr... Kommen wir da überhaupt drauf, so? Ist Anker echt gesetzt jetzt? So, ich hab... Boah, nee, das ist nur ein krasser Wellengang. Okay, bist du bereit? Lass mich eben noch ein bisschen Potatoes essen, weil sonst kann ich gleich nicht mehr wirklich gut schwimmen. Nom nom nom. Na, ich esse mal, ne? Guten Appetit, lalala. Nom nom nom. Du steckst dir die Flasche voll ins Auge. Bin bereit. Ich auch. Los geht's. Ab nach Hause. Oder ist das einfach nur eine Basis mit Loot? Also wir kommen da scheinbar hoch mit, wenn die richtige Welle ist. Ja, wenn die richtige Welle ist, können wir da einfach hochspringen. Und? Nein. Und das hier, ist da irgendwo so eine Leiter oder so? Ich sehe jetzt nichts. Könnte daran liegen, dass ich einen Heilkopf auf dem Kopf habe. Tada! Okay, wir sind da. Ups. Was? Kiste aufnehmen. Geil, Loot. Nicht mal besonders so geiler, sondern... Okay. Kann man durch die Tür hier? Ach nee, die Tür ist offen, okay. Hier okay, sind Kartons. Locker. Noch mehr Kartons. Kartons. Hier Schrott. Ist gut. Kunststoff? Ja, Mensch, geil, Kunststoff. Davon haben wir noch lange nicht genug. Na, Kunststoff kannst du echt liegen lassen. Also davon haben wir eine Kiste voll. Fast. Ja. Okay, dann hier mal hoch. Ich muss doch irgendwie... Ach ja, genau, hier. Auf die Tonne springen. Hopp. Aber da kommen wir so... Ach, da. Da auf die Tonne. Guten Tag. Hallo. Gibt die wer? Hallo, ich bin auch da. Okay, das ist eine schöne Küche. Ja, doch, Kantine. Hier wäre noch eine Treppe nach oben. Kunststoff. Ein Telefon. Kann ich nicht benutzen. Wo ist eine... Da ist eine Leiter? Oh. Treppe. Treppe.
Wer baut denn so einen Kack? Wer baut denn so einen Kack? Alter, okay, jetzt hier. Okay, wow. Extreme Park, Hardcore Parkour. Ach, man kann rennen. Ich habe total vergessen, dass man ja mit Shift rennen kann. Ja, es ist nur super inconvenient. Warte mal. Wo bist denn du jetzt? Ach, mal noch versuchen, da hochzuspringen, aber... Ich auch. Also ich bin jetzt hier... Fuck, Mann! Ich meine, hier ist nicht mal wer. Das sind nicht mal andere Gollum-People. Schade ist, so ein paar NPCs hätte ich mir gerne gewünscht in, so in dem Spiel. Aber gut, Early Access und so, ne? Wo bin ich? Du bist genau auf diesem Rand. Oh, man kann hier langlaufen. Ah. Okay, man muss also wirklich rennen. Ah, guck mal. Nee, guck mal, du kannst dich da... An die Wand gegen an die Wand und dann hier unter dem Dings herducken. Das geht. Genau, denn da an die Seite, immer an der Wand halten. Genau, und jetzt ducken und dann Richtung Leiter gehen. Ich habe mich durchgeduckt. Okay, ich muss weiterhin nach links halten, sonst wird das nichts. Ich glaube, ich verstehe aber, was unser Ziel ist. Ich warte hier mal auf dich. Das möchte ich mit dir zusammen machen. Mhm. Wir fancy. Nee, nee, nee. Genau. So, durchducken. Und dann weiter. Genau. Exakt. Guck mal, ich glaube, wir müssen da hoch. Oh, Tatsache. Aber vorsichtig. Ja gut, lass dich das mal machen, sonst gag ich gleich in dich rein. Mhm. Und obwohl wir keine Kollision haben, ist die Sicht plötzlich wegzuhaben richtig scheiße. Ich find's nur interessant, warum ist hier noch Zeug? Also warum kann man hier Schrott finden und Kunststoff? Hier soll man hoch. Ich meine, klar, damit das nicht, damit das wirkt, als wäre hier jemand gewesen mal. Easy. Ja, und hier wäre jetzt das Ende. Was? Safe People, Utopia, Australia completely covered underwater. Okay, Moment, das muss ich, davon muss ich einen Screenshot machen. What the fuck? Wenn ich jetzt wüsste, okay, was meine Screenshot-Taste ist. Verstehe, die gesamte Welt ist also, das ist also Global Warming Extreme. Das Ganze, die gesamte Welt ist einfach wirklich unter Wasser. Ab jetzt. Kiste aufnehmen. Geil! Eine Kiste. Schrott. Also was? Breaking News. All ices melt. Scientists estimate 2 years. Water levels are still rising several hundred meters. Wir sind in 2028 oder zumindest ist diese Aufnahme von 2028 und alles ist unter Wasser. Alter, dann ist das also ein... Where? Utopia, Safe People. Soll das New York gewesen sein? Sieht danach aus. Ein bisschen wässrig. Das ist also das Ende? Das Ende ist also wirklich, dass man gelernt hat, dass die Welt zu Ende ist. Warte, ich mache jetzt einfach mal, ich mache einen anderen Screenshot. Ich mache das so. Ich mache das mit der Drucktaste. Hm. Poste ich dann auf Twitter so von wegen, Alter. We did it, guys. We did it. Kann man nicht? Nee. Moment, lass mich auf hier. So. Oh ja. Ich glaube zwar nicht, dass das intended ist, aber. Ja, ich kann hier hoch, aber hier ist nichts. Ist nichts. Da ist ein Windrad, so. Windrad. Ja, das ist nicht intended, hier zu sein. Ja, okay. Alter, okay, wir haben das Ende von Raft. Ist eine 12 Screenshot? Ja, aber irgendwie funktioniert das gerade bei mir nicht. Könnte damit zusammenliegen, dass mein Explorer schon wieder nicht läuft. Und ich jetzt Durst habe. Scheiße, ich habe kein Wasser mehr bei mir. Ich habe nochmal mit der Drucktaste nochmal einen Screenshot gemacht. Nicht wundern über diesen Sound, das ist mein Screenshot-Geräusch von Sherix. Ja, Mensch. We did it, guys. Oh, jetzt wieder aufs Floß. Ich habe Lust weiterzubauen. Ja, okay. Das
Ich hätte wenigstens sowas erwartet wie eine Cutscene oder irgend sowas. Nö, nö. Hallo, na? Hallo, aber na? Hallo, na? Hallo, na? Wieso bist du so langsam? Bist du gerade irgendwie... Ich hab Durst! Ich bin am Verdursten! Achso. Ich glaube, ich hab... Ja, genau. Wasser ist ja vorbereitet. Genau. Oh, ich kann damit aber nicht spielen. Wieso habe ich jetzt 3 Heilköpfe? The fuck? Hatte ich schon immer 3 Heilköpfe? Vielleicht einen irgendwo gefunden da drin? Kann gut sein. Ja. Ja, also das ist Raft. Das Ende von Raft. Also, ne, ist nicht zu Ende. Ist nicht zu Ende. Ist jetzt mein Bausimulator. Spiel jetzt weiter. Okay. Anker lichten, weiter segeln. Warte, oder? In welche Richtung fahren wir denn? Ich weiß nicht, ich schau mal, dass wir jetzt wieder auf Kurs kommen. Ich meine, jetzt haben wir das Ding hier. Ich lasse das Ding einfach mal da. Ja, die Moral ist halt wirklich, ja, Global Warming. Dann passiert, wir alle schmelzen und sterben. Aber ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Wenn uns so ein sweetes Life hier erwartet, dann... Echt mal, wenn wir einfach mit Holz sowas machen können, sowas Cooles. Dann will ich. So, ich glaube, da hinten ist die Müllroute. Ja, das war Raft. Das war Raft. Mensch. Ich hab ja gesagt, das ist eine scheiß Idee gewesen. Halt die Klappe. Mann. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen, oder? Ja, aber du denkst immer so, oh ja, Alter. Wird alles besser. Und du denkst immer, oh ja, cool. Ne? Was soll ich denn sagen? Ich bin heil, mir gehört der ganze Scheiß hier. Du wirst irgendwann einfach nur ertrinken, weil du keinen Bock mehr hast von der ganzen Scheiße. Ich bin high, ich hab immer Wasser. Ich bin immer da, ich war noch nie weg. So. Scheiße, ich komm nicht hoch. Oh, kannst du mal den Anker lichten? Ich hab Hunger. Oder warte, ich esse eine Kartoffel. Warte, ich schaff das. Bist du dir sicher? Ja, ich schaff das. Aua. Ich esse im Wasser eine Kartoffel. Es sei denn, der High killt mich jetzt, weil er mich als einen der ihren erkennt. Fuck das. Okay, so. Ich geh drauf. So, eins. Fick dich, Larry. Fick dich, Al, fick dich, Delfin. Mensch, das ist ja... Mensch. Also, Raft. Das war Raft. Das war an sich Raft, ja. Du. Scheißvieh. Du. Scheißvieh. Du. Wow, okay, zwei Pfeile reicht, um ihn abzuwehren. Das ist interessant. Also selten so begrüßt worden. Scheißvieh zurück. Hallo. Hallo wohl. Oh, okay. Wir haben gerade den Story-Modus von